Und willkommen zurück hier bei mir bei The Only One und in Kingdom Come Deliverance. Ja, schaut mal, das ist unser kleines Dörfchen. Das hier ist unsere tolle Kirche, die wir errichtet haben, endlich renoviert haben. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus, wobei ich jetzt den Turm nicht ganz so toll finde, muss ich gestehen. Aber, naja, auch hier drinnen ist es auf jeden Fall jetzt sehr viel schöner. Allerdings verstehe ich nicht, wenn die hier gerade alles neu gemacht haben, warum hier... Oh, schaut mal, wir müssen mal Unkraut jäten. Also das geht ja gar nicht, dass hier... Das ist ja... Können wir das auch noch mitnehmen? Das sieht ja nicht besonders schick. Jawohl, das ist doch ein bisschen besser. Das kann man doch besser lassen, so. Sehr, sehr schön, auch mit diesen Statuen hier oben, wobei die eigentlich gar nicht so auffallen. Sehr schade ein wenig. Ja gut, aber zumindest haben wir diese Aufgabe schon mal absolviert. Wir haben die Kirche renoviert, vollkommen mit Fresken und mit dem Altar. Ja, dann haben wir hier unten unsere Schenke. Dann haben wir Stallungen, wir haben Bienenstöcke, wir haben einen Fleischer. Einen Händler, also eigentlich wirklich alles, was wir brauchen. Sind jetzt so gesehen mit der Aufgabe fertig, aber ich möchte eben gerne noch ein Rathaus für uns errichten. In der Hoffnung, dass wir da dann vielleicht auch eine Truhe drin haben. Das finde ich richtig schön. Dazu brauchen wir aber erstmal wieder noch ein paar Groschen. Und irgendwie kommt es mir gerade wieder so leise vor. Einen Augenblick. Ach doch, Ton ist da. Sehr leise anscheinend. Ja, okay, passt. Wunderbar, jetzt geht die Musik auch wieder los. Das ist immer so verdächtig ruhig, wenn keine Musik spielt. So, wir haben hier auch Hühnchen auf dem Hof. Auch sehr schön. Wieder reingucken. Oh, schaut mal, wir könnten da Eier rausnehmen. Naja, die lassen wir mal. Aber das ist ja auch schön. Wunderschön. Wir brauchen ja hier niemanden ausnehmen. Das ist ja unser Dörfchen hier. Ich finde es allerdings etwas schade, dass wir noch nicht so wirklich als Vogt anerkannt werden. Das fände ich noch ein wenig besser. Wenn die uns auch dementsprechend begrüßen würden und nicht immer fragen, hey, was ist das? So, hier oben sind noch ein paar Zelte aufgebaut. Ach, schaut mal, hier ist Himbeer. Können wir mit ihm reden? Nein, das ist kein Himbeer, oder? Ist das Himbeer? Nein, das ist nicht Himbeer. Einfach ein Dorfbewohner. Ach was. Oh, wir haben sogar einen Flüchtling. Sich zu bücken hat sich ausgezahlt, was? Oh ja. Ich konnte es nicht fassen, bevor ich es aufgehoben habe. Ist das hier einfach unsere Flüchtlingsunterkunft? Oh, sieht so aus. Das nenne ich mal Glück. Das müssen wir feiern. Unbedingt. Das Beste ist, dass diese Tölpel Ondra und Prokop vor mir die Straße lang sind und den Beutel nicht bemerkt haben. Dabei hat er mitten auf der Straße gelegen. Du Glückspilz. Dieses Mal. Aber am Ende gleicht sich alles aus. Wohl wahr. Am Ende gleicht sich alles aus. Jawohl. Okay, also wir haben hier anscheinend auch ein Flüchtlingslager. Aber warum kommen die nicht in unser Dörfchen? Die könnten doch auch mithelfen. Das ist ja etwas schade. Na gut, wir rufen mal Pebbles. Und gehen einmal nochmal auf die Jagd. Dass wir unsere Groschen noch etwas vermehren. Um dann unser Rathaus noch zu bauen. Diesmal sollte uns ja eigentlich kein Wilderer mehr aufhalten. Ja, und das fand ich, das habe ich schon erwähnt, ich weiß, auch etwas schade, dass wir dem nicht sagen konnten, hallo, das ist unser Wald, verziehen Sie sich oder zahlen Sie eine Gebühr oder. Stattdessen greift er uns an. So, wir schauen mal, ob wir wieder die Richtung finden. Ich denke aber ja.
Sind wir über beide Wege immer rüber geritten? Ich glaube schon. Ach ja, und hier ist es einfach gemütlich. Wenn nicht gerade Wilderer unterwegs sind. Vogelgezwitscher. Sonnenschein. Herrlich. So, wir schauen mal kurz auf unsere Karte. Ich glaube nämlich, ja, ich bin ein bisschen zu weit nach hier oben. Aber das macht nichts. Können mal nachsehen. Hier muss irgendwo noch ein interessanter Ort sein. Aber ich glaube, da hatten wir nichts weiter gefunden. War, glaube ich, hier. Ach. Sag bloß, hier ist immer noch... Da ist immer noch jemand. Das ist unmöglich. Hm, sollen wir den jetzt auch einfach wieder... Oder wir lassen es, wir ignorieren es. Hauptsache, er ignoriert uns auch. Das letzte Mal haben wir das bereut, als wir den einfach gelassen haben. Aber war das dann zwei Wilderer hier bei uns? Oder war das jetzt vielleicht einfach ein Gesetzloser? Da hätten wir vielleicht nachgucken sollen. Nein, wir ignorieren das. Wir wollen nicht wieder Streit. Wir wollen nicht wieder so eine Aktion wie das letzte Mal. Hier ist wieder einer. Ja, Sapperlott. Schon wieder der Wilderer. Stehen die immer wieder auf? Ich meine, dass sich die Welt immer neu generiert, das ist ja die eine Sache. Aber dass wir schon wieder jetzt einen Wilderer hier in unserem Jagdgebiet haben, kommt der natürlich wieder an hier. Ich habe dich gewarnt. Nein, jetzt will der wieder mit uns kämpfen. Der wird uns doch nicht wieder Pebbles hinter dem... Pebbles, schneller bitte. Wir müssen zickzack. Das ist ja... Also nein. Wir steigen mal ab. Und gehen dem einfach mal entgegen. Falls der jetzt meint, er muss uns... Ah. Das ist ja so unhöflich. Der wird uns doch wohl nicht wieder Pebbles hinter dem Hintern wegschießen. Sind wir natürlich zickzack gerannt und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der ist. Also das finde ich nicht so schön, muss ich gestehen. Eigentlich möchte ich ja nicht hier unnötiges Blut vergießen. Jetzt finde ich ihn natürlich auch nicht mehr. Unsere überstürzte Hast. Ah, hier ist er. Aber der wollte uns ja auch angreifen. Also eigentlich verteidigen wir ja nur unser Revier, oder? Sieh auf ihn, was da unter einem Stein hat. So, dann hat sich das einmal erledigt hier. Das machen wir zwar äußerst ungerne. Hirschfleisch. Oh, da ist noch jemand. Das sind sogar Banditen. Okay. Moment, und ich möchte gerne einmal wieder das hier anlegen. Okay, Banditen, die können wir auf alle Fälle. Ja, Köter, genau. Hauptsache, wir erwischen Köter nicht. Oh nein! Haben wir Köter erwischt? Fürchte ja. Wir oder er hat Köter erwischt. Das ist ja kein schöner Start in diese heutige Folge. Aber Banditen, also ganz ehrlich, die können wir... Oh, wir können eigentlich alles mitnehmen. Wir können ja alles verkaufen. Ja, alles mitnehmen, komm. Huch, das war die falsche Taste. So.
Ja, Köder kommt. Da ist noch einer. Sabalot. Seh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Zum Glück nur ein Bogenschütze. Oh, der hat aber auch ein Schwert. Wir dulden keine Banditen in unserem Wald. Komm her, du Weichei. Mich doch. Nein, danke. Oh, ist hier noch einer? Ich hoffe, Köter kommt dann auch gleich wieder. Der etwa. So, du rennst doch gerade weg. Du rennst doch gerade weg. Ich will nicht mit dir reden. Glaube ich's noch. Der rennt jetzt echt weg. Das können wir natürlich nicht sprinten. Oh, wir sind trotzdem schneller? Nee. Das ist natürlich ärgerlich. Rennen wir ihm noch nach oder lassen wir es einfach gut sein? Wir könnten natürlich versuchen. Na gut, aber ich glaube, wir haben ihn zumindest vertrieben. Das war der Baum. Ja gut, lassen wir es gut sein. Ah, ärgerlich natürlich jetzt, dass Köter... Huch, das wollte ich nicht. Dass wir Köter jetzt verloren haben. Gleich zu Anfang dieses wunderschönen Ambientes hier. Also das ist echt ärgerlich. Das war nicht der Plan. Aber dafür kann ja die Folge jetzt eigentlich nur entspannter weitergehen. So, wir schauen jetzt nochmal. Jetzt haben wir natürlich wieder das Lager aus den Augen verloren. Da vorne steht Pebbles. Weil das Lager hätte ich jetzt natürlich auch gerne noch ausgeräuchert. Also was heißt ausgeräuchert? Jetzt hätte ich natürlich da gerne noch die Sachen mitgenommen. Da ist es. Wir haben es nochmal gefunden. So, können wir das alles zerstören? Das wäre auch noch cool, wenn man das dann auch zerstören könnte. Und wenn Heinrich hier auch durch die Bäume kommen könnte. Ja, okay. Können wieder hüpfen, noch rennen. So. Jetzt sind wir drin. Okay. Also ich hoffe, wir haben alle erwischt. Sind auf jeden Fall mehrere Schlafplätze. Hm. Die Truhe können wir gar nicht öffnen. Schade. Können wir hier nichts weiter mitnehmen? Schlafen und speichern, das will ich jetzt nicht. Oh, ich höre Köter. Okay, aber wir können hier anscheinend... Ach, das hier können wir aufheben. Okay. Hier können wir nochmal plündern. Alles mitnehmen. Oh, Köterchen. Ich bin ja so froh. Einmal ganz doll loben. Aber Junge. So ist's recht. Und dann bekommst du auch gleich noch was Feines. Mal, was ich für dich habe. Wir hatten doch ein bisschen Hasenfleisch aufgesammelt.
Schau mal, Köter. So, aber hier können wir leider nichts weiter mitnehmen anscheinend. Rufen wir schon mal Pebbles. Jawohl, da ist sie. Huch, bin ich fast schon erschrocken. Pebbles taucht wieder so unverhofft hier auf. Gut. Hier können wir leider nichts mehr öffnen. Na gut. Und den einen, den wir noch erlegt hatten, der ist, glaube ich, auch weg. So, also man muss wirklich aufpassen. Jedes Mal aufs Neue, wenn man hier durch seinen Wald reitet. Deswegen hätte ich eigentlich echt gerne noch so einen Wildhüter hier gehabt. Aber der eine, der wollte ja leider nicht zu uns. Sind wir in die richtige Richtung? Nein, wir müssen ja in diese Richtung. Und dann verkaufen wir gleich mal die Sachen, die wir jetzt hier gerade erplündert hatten. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, Heinrich, alles gut. Wir reiten ja sowieso gerade in unsere Siedlung. Und dann kannst du da... Ach, jetzt dachte ich gerade, da wäre auch nochmal ein Lager. Und dann können wir da was essen, ja. Heinrich. Hier erstreckt sich unsere schöne Siedlung. Gehen wir erst die Sachen verkaufen. Und dann gehen wir zu unserem Topf was essen. Hallo, Hühnchen. Hallo. Einmal. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Lass uns mal handeln. So, was brauchen wir alles nicht? Alles, was wir gerade geplündert haben. Edle Kettenhaube. Da haben wir... Oh, die könnten wir sogar nehmen, glaube ich. Die würde ich sogar anlegen. Und ansonsten alles weg. Gewöhnliche Beckenhaube, die hat weniger, die kommt auch weg. Jagdhandschuhe. Oh, die Jagdstiefel, die sind ganz schick. Könnten wir vielleicht noch behalten, aber das sind, ja, einmal Jagdstiefel, genau. Die könnten wir vielleicht sogar nehmen. Auch diese Kettenhaube hat mehr Werte. 54, aber ach nein, die hat aber nur 14 Verteidigung. Hat aber halt einen besseren Zustand. Und die hat 21. Die hat auch nur 15. Okay, verkaufen wir. Müssen wir halt mal reparieren lassen. So, der Kettenpanzer. Der hat 10 Verteidigung. Der ist weniger. Die Handschuhe. Können auch weg. Kyros. Na, da behalten wir den von Otto. Das hat sowieso keine Werte mehr. So. Okay, einmal das. Dann das Fleisch natürlich auch gleich noch weg. Das war jetzt nicht so viel, aber besser als nichts. Gut. Das hört sich doch gut an. Einmal prüfen, einmal feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Wir gehen mal. Sind wir uns einig? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Ein bisschen weniger und er ist zufrieden? Und wie sieht's damit aus? Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Sehr schön. So, das heißt, wir können unsere Groschen in unsere Truhe legen. Können gleich was essen gehen.
Schade, ich würde ja gerne auch nochmal irgendwie so eine Entscheidung fällen, aber bisher kam keine weitere. Hätten wir vielleicht auch nochmal ein paar Groschen einnehmen können. Ach, schaut mal, wie toll das aussieht hier mit der Sonne. Mega schön. So, wunderbar. Einmal aus unserem Topf. Was? In den Topf kann ich nichts essen? Oh nein. Kann ich nichts draus essen? Haben wir das schon? Wir haben hier 2,5 drinnen. Und was haben wir hier noch? 900. Das ist nicht sehr viel. Gut, müssen wir also noch ein bisschen warten. 5000, glaube ich, haben wir gebraucht. Für unser Rathaus. Ja, 500 sage ich schon, 5000. Gut, dann müssen wir wohl den Bettlern etwas wegessen hier. Und dann eben nochmal unseren Plan verfolgen, dass wir Wildschwein jagen. Einen haben wir leider nicht geplündert, den haben wir nicht mehr gefunden. Aber gut, so viel Geld hat das jetzt auch nicht gebracht. Jetzt geht's eh schon wieder Richtung Abend. Entschuldigt bitte. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt heiser bin. Beziehungsweise mich räuspern muss. So, wir nehmen... Wir gönnen uns jetzt hier was aus dem Topf. Ihr dürft auch gerne zu uns in die Ortschaft kommen, Leute. Ihr müsst nicht hier draußen sein. So, wir versuchen es noch einmal. Wir wollen noch einmal auf die Jagd gehen. Und versuchen jetzt noch einen Eber zu erwischen. Und bitte nicht wieder irgendwelchen Banditen oder Wilderern über den Weg laufen. Das reicht eigentlich jetzt für heute schon wieder. Wir wollen doch jetzt einen gemütlichen Ausgang haben. So, ich würde auch sagen, wir lassen Pebbles wieder hier stehen. Und streifen einmal durchs Unterholz. Wir hätten noch diese... Oh, Jagdwild. Was? Nimm den Hasen. Oh, der ist umgefallen. Voll lauter Schreck. Ach je. Fein gemacht. Feiner Hund. So ist's echt. Wir hatten, glaube ich, auch eine Stufe weiter. Ach so, einmal hier... Gespräch beenden. Hundeflüsterer hatten wir, glaube ich, nochmal dazu bekommen. Huch, ich wollte doch plündern. Plündern, hier wollte ich. Wir haben sogar Innereien bekommen. So, einmal noch mal kurz nachgucken. Und zwar Fertigkeiten. Hundeflüsterer. Eine neue Stufe erreicht, aber leider keinen Punkt zum Verteilen dazu bekommen. Das ist sehr schade. Heimlichkeit hätten wir noch einen Punkt. Oh, da könnten wir noch... Hundefreund. Hunde in den Höfen oder bei den Häusern ihrer Besitzer bellen nicht und fallen dich nicht an. Das ist gut. Das möchte ich noch lernen. Wunderbar. Lesen und Trinkfestigkeit. Genau, da brauchen wir eigentlich nichts weiter vergeben. Im Kampf mit dem Schwert könnten wir einfach noch das nächste nehmen. Dann ist eigentlich egal, oder? Pariere den Angriff des Gegners mit einem schnellen Zornhau. Machen wir. Und Hauptfertigkeiten. Da sind wir nach wie vor unschlüssig. Genau, das lassen wir auch erstmal noch. Agilität, was haben wir da noch?
Ach nein, da haben wir keinen. Agilität wollte ich ja. Hier. Fliegengewicht hätten wir hier noch. Was wäre das denn? Wenn du fällst, erleistest du 30% weniger Schaden. Das ist sehr gut. Denn Heinrich fällt ja doch sehr oft um. Oder stürzt irgendwelche Hänge hinab. Aus unerfindlichen Gründen. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, genau. Dann hätten wir nur noch hier in der Hauptstufe was. Aber da weiß ich aktuell nichts. Und hier weiß ich aktuell auch nicht, was ich noch machen soll. Mit dem Lesen und der Trinkfestigkeit. Das brauchen wir nicht. So. Also. Suchen wir weiter nach einem Wildschweinchen. Ich glaube, wir sollten uns doch mal die Stelle markieren. Ist das hier sicher? Ich glaube ja, hier haben wir schon ausgemerzt, oder? Hier waren wir schon. Sehr gut. Zum Glück keiner mehr zu sehen hier. Wir werden doch wohl noch ein Wildschweinchen erwischen. Ja, wir sind auf jeden Fall im richtigen Gebiet. Da ist aber auch nochmal ein Lager eingezeichnet. Ist das das eine Banditenlager? Das wäre hier oben gewesen. Auf jeden Fall haben wir ein richtig gutes Jagdwetter. Ah, hier waren wir gerade. Hier haben wir den Hasen eben erlegt. Sind wir einmal im Kreis gelaufen. Wunderbar. Ja, genau. Oh. Oh. Ha! Leute, mit dem ersten Schuss. Wunderbar. Schaut mal. Sehr schön. Damit sind wir natürlich wieder überladen. Können also Pebbles rufen. Ja, hätten jetzt natürlich wieder die Aufgabe hier aktualisiert. Allerdings bräuchten wir da ja wieder 4. Oder eben noch 3. Und dass wir hier überhaupt einen Hirsch haben bei uns. Das ist ja witzig. Da haben wir noch einen Hase, aber den nehmen wir nicht mehr mit. Der Hirsch reicht erstmal. Das wird alles gleich wieder verkauft. Ja. Hier ist wieder diese Höhle. So, und wir reiten einmal geschwind wieder zurück. Außer wir entdecken noch ein Wildschwein oder sowas. Ach, wir können eigentlich auch gemütlich reiten, oder? Brauchen wir nicht die schnellste Geschwindigkeit nehmen. Und können hier eigentlich unseren Weg entlang reiten. Hier ist eine eingefallene Hütte, die würde ich ja auch gerne wieder aufbauen, aber gut. Das würde dem Rahmen einfach ein bisschen springen auch. Ist ja auch kein Aufbauspiel. Aber ihr merkt schon. Ideen hätte man immer noch. So, einmal absteigen. Einmal Pfeil und Bogen wegpacken. Haben wir es weggepackt? Jetzt, glaube ich. Ach, jetzt hat er schon wieder geschlossen. Ist schon wieder so weit? Ehrlich? Wie viel Uhr haben wir es denn? Ach, naja. Cornelius. Also ehrlich. Na gut, dann müssen wir bis zum nächsten Morgen warten. Aber dann haben wir ja sowieso noch mal mehr Groschen. Denn unser Dörfchen hat ja bis dahin dann wieder was generiert. Gute Frau? Geht's Ihnen gut? Alles in Ordnung mit Ihnen? Hallo? Hallo? Entschuldigung. Dort. Wollen Sie vielleicht in eine andere Richtung laufen? Oder rennen Sie immer gegen Wände? Nun ja, okay.
Entscheidung leider auch keine. Das ist ja schade. Wir könnten ja einen Blick in unsere Schenke werfen. Die müsste doch eigentlich jetzt geöffnet haben, oder? Mutter Gottes, was mache ich bloß? Ich kann nicht in meinem schäbigen Kleid dahin. Auslachen werden sie mich. Wir kommen vom Regen in die Traufe. Zeit, dass die Blaublüter was unternehmen. In der Tat. Unser Eins kann leider nur beten. Haben wir hier jemanden, mit dem wir würfeln können? Hier ist Adam. Ist auch nichts los. Das ist sehr schade. Der legt sich jetzt anscheinend schlafen, der Gute. Was ist mit dir? Du bist ein Bürger. Kann ich mit dir würfeln? Nein. Schauen wir doch mal in die Schenke. Auch hallo, nicht die. Heinrich. Hallo Adam. Warum ist die Schenke denn geschlossen? Fragt mal, was ist denn hier? Hier! Willibald! Mit Willibald kann ich würfeln. Ja, ich will einmal würfeln. Ich habe heute ein paar Münzen übrig. Was gibt es Besseres, als darum zu würfeln? Das denke ich doch auch. Komm, wir machen mal. Ja. Das können wir uns. Einfach nur, weil wir Spaß haben. Wir nehmen natürlich alle Würfel mit, oder? Was war nochmal der Nackel da? Ich glaube, der hat nicht so viele Sachen gebracht. Dass mit diesem Würfel mehr als nur eine Maid ihr letztes Hemd verliert, dann können wir den eigentlich auch mitnehmen. Irgendeiner war aber doch nicht so gut. Zinkt der Würfel? Ja, naja, nehmen wir eben alle mit. Alles gut. Bin schon gespannt, wie du wirfst. Ja, ich auch. Wir haben lange nicht gewürfelt. Was haben wir denn hier? Wie ging das denn nochmal? Da haben wir doch schon mal 1000 und können jetzt punkten und passen. Kann er doch alles nehmen, ja, wollte gerade sagen. Mal sehen. Na, der hat aber auch gezinkte Würfel, ha? Jetzt bin ich am Arsch. Hat er. Ach, ist der. Naja, gut. Selber schuld. Ich hätte auch aufgehört. So, was haben wir denn hier? War das jetzt eigentlich ein Joker oder dergleichen? Sonst hätten wir 3, 4, 5, 6. Ich weiß leider nicht. Der himmlische Würfel. Ich wähle den mal an. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Nee, das bringt nichts. Dann nehmen wir einmal das und einmal das und machen Punkten und fortfahren. Haben wir noch einmal die 1 hier. Ach, das versuchen wir nochmal, nachdem er ja auch so viel. Komm schon, lass mich wieder würfeln. Ja, du darfst ja gleich. Nachdem er auch so viel riskiert hat. 2 würfeln. Ah, lassen wir ihn wieder würfeln. Oh, na jetzt hat er doch aber auch mal Glück. Bin fertig. Na, das meine ich aber. Vorhin war ja echt schade, dass du das einfach. 1, 2. Nein, okay, nehmen wir einmal die 1 und einmal das hier. Echt nicht, was das hier sein soll. Nichts anscheinend. Oh nein, wir machen. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Ja, nun keine Hektik. Wir haben doch Zeit. Aber jetzt wird's was.
Jetzt du. Oh, jetzt hat er uns tatsächlich überholt hier. Das wird ein leichter Sieg. Oha. Naja, das würden wir dir schon gönnen, aber... Das war's. Gewinnen würde ich natürlich auch sehr gerne. Vorbei. Na komm schon, jetzt kannst du uns wieder... Ach, danke. So, jetzt haben wir doch was Tolles. Wunderbar. Sehr schön. Mein Gott, die Würfel gehorchen dir ja aufs Wort. Tja. Sind auch himmlische Würfel. Mal sehen. Und gezinkte. Oh nein. So, wir brauchen nicht mehr viele Leute. Wir brauchen eigentlich nur noch 300. Tja, wunderbar. Und... Gott, wie konnte das passieren? Ja, das war einfach Pech, würde ich sagen. Schade, dass wir nicht um mehr spielen konnten. Aber immerhin 10 Groschen mehr. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, das ist doch ein schöner Abschluss. Wir waschen uns noch einmal. Und dann legen wir uns mal auf die Ohren. Oh, wir müssen ja auch unsere Fackel anmachen. Nein, nicht das Schwert ziehen. Ich bin der Vogt. Ich darf das. Wie sie sich immer gleich aufregen hier. So, und morgen wird unser Rathaus errichtet. Ah, da bin ich gespannt. So, einmal schlafen und speichern. Einmal bis morgen früh. So, guten Morgen, Heinrich. Heinrich hat natürlich gleich erstmal wieder Hunger. Also wird erstmal dieser wunderschöne Eintopf geschlabbert. Dann schauen wir mal, was haben wir inzwischen. Wunderbar. Das klappt ja. So, wir können also jetzt unser Rathaus errichten. Ich habe mich entschieden. Wohlgewählt. Begleite mich. Ja, genau hier anscheinend, ne? Hier werden wir bauen? Ja, sollen wir anfangen? Jawohl. Schau doch bitte nochmal, ob du alles hast. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Alles da. Der Bau kann beginnen. Na wunderbar. Na, sehr schön. Schaut mal, unser Zelt ist endlich ersetzt worden. Durch ein wunderschönes Holzhaus mit Strohdach. Hier ist anscheinend wirklich unsere, ja, Bekanntgabeplattform. Da können wir dann unsere Reden halten oder dergleichen. Was ist hier errichtet worden? Einfach eine kleine Hütte. Ja, da könnten sie mal noch aufräumen. Mal da reingehen. Einfach nochmal ein Lager und hier kann jemand schlafen. Also ich aber bitte nicht. Das wird ja hoffentlich nicht mein Schlafgemach sein. Ich möchte gerne im Rathaus sein. Ach, ich sage, wir sind ja noch überladen. Wir müssen noch verkaufen. Schauen uns das mal an. Ach, schaut mal. Jetzt ist hier unser Buch und unsere Truhe. Hier ist einfach eine... Ah, hier ist unser Topf, hier ist unsere Küche. Sehr schön. Dann ist hier wahrscheinlich... Ja, hier ist bestimmt das Zimmer von unserem Bauherrn. Und dann ist das hier, hoffentlich unsere Kammer. Oh nein, da ist kein Bett. Hier ist nur eine Truhe. Schauen wir mal auf die Karte. Ist das denn jetzt auch... Schade. Also das ist leider schade, dass wir hier keine Truhe haben.
Also ein Bett haben wir. Aber offensichtlich ist das wirklich das in diesem kleinen Häuschen da drüben. Also da hätte ich mir aber schon was Besseres erwünscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das soll unser Bett sein. Wirklich jetzt. Ein wird nochmal woanders angezeigt. Gibt es hier noch was anderes? Nochmal kurz. Eigentlich müsste hier drinnen ein Bett sein. Es wird auf der Karte zumindest hier angezeigt. Schauen wir doch nochmal rein. Haben wir irgendwas übersehen vielleicht? Ja, eigentlich sollte unser Bett. Schaut mal, hier wird's angezeigt. Schlafen und speichern, hier auf der Bank. Wirklich jetzt? Das ist euer Ernst? Ich habe kein schönes Bett bekommen. Okay, das ist ein bisschen enttäuschend. Also da hätte ich mir schon eigentlich erwünscht, dass ich ein gewünscht, dass ich ein Bett hätte. Das ist ja etwas enttäuschend. Na gut. Wir haben auf jeden Fall noch 500 Groschen übrig. Wir schauen mal kurz. Haben wir jetzt noch... Ja, jetzt haben wir nur noch 2095. Denn jetzt haben wir ja das Rathaus gebaut, was auch wiederum etwas kostet. Nämlich 165 leider. Aber gut. Wir könnten noch einen... Ach, das würde aber noch mal was kosten. Alchemietisch und Kräutergarten würde noch was kosten. Könnten wir uns aber natürlich noch leisten. Und wir können das Rathaus noch ausbauen. Oh, den Kräutergarten. Dann leisten wir uns doch den gleich noch. Wenn wir den Kräutergarten errichten können. Warum geht das nicht? Ach, wir müssen es erst ausbauen. Okay. Das Rathaus erst noch ausbauen. Das würde nochmal 9000 kosten. Okay, das will ich natürlich auch noch machen. Und dann haben wir aber eigentlich alles, außer eben noch die Kleinigkeiten. Ja. Wunderbar. Okay, sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt mal unsere Sachen verkaufen. Und müssen jetzt wieder ein paar Tage quasi rumbringen. Wir könnten es natürlich nochmal mit der Jagd versuchen. Wir haben ja immer noch diese eine kleine Aufgabe hier. Dass wir Hirschleber besorgen sollen für den Sasauer Metzger. Aber ja, das ist jetzt so eine Aktivität. Wäre jetzt im Endeffekt nur ein bisschen zum Beschäftigen. Also letztendlich, ja, können wir das eigentlich auch weglassen. Und unserer eigenen Aufgabe noch nachgehen, nämlich noch das Rathaus auszubauen. Vielleicht könnten wir auch einfach nochmal Theresa besuchen gehen und schauen, ob wir mit der noch irgendwas quatschen können. Ich finde es sehr schade, dass wir die nicht auch zu uns hierher holen können, aber ja gut. So. Wir hätten ein bisschen was. Nicht sehr viel, aber ein wenig zum Verkaufen. Hier einmal. Genau, einmal die Schwerter. Einmal diesen Bogen. Gewöhnliche. Beziehungsweise der Schild. Der gewöhnliche Schild hat es ja geheißen. Nadel. Auch weg. Ritterjagdschwert kann weg. Bögen können ebenfalls weg. Ja, das war's eigentlich. Rüstung noch. Ach ja, die Jagdstiefel wollten wir selber anziehen. Perfekt.
Und dann noch hier das Fleisch. Das kommt natürlich noch weg. Ah, das bringt aber schon ein bisschen was, ne? Ist jetzt nicht so schlecht. Wunderbar. Ein Geweih können wir noch weggeben. Okay. Sehr schön. Einmal Warenkorb. Prüfen, einmal feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Unsere Rüstung sieht ja furchtbar aus. Wir sollten auch unbedingt mal ins Badehaus gehen und reparieren lassen, aber dafür haben wir jetzt aktuell kein Geld. Natürlich fordern wir wieder viel zu viel. So kriegst du mich nicht rum. Du ziehst mir hier die Haut ab. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Okay. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Wunderbar. Zumindest wieder ein paar. Oh. Wir könnten hier Sachen stehlen? Nein, wir stehen doch wohl. Aber das ist ja cool, schaut mal. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass hier die Waren auch ausgestellt sind. Ist ja cool. Schön. Also hier ja, das habe ich gesehen. Aber hier, das ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen. Mega schön. Gut, wir haben also wieder ein paar Groschen. Das reicht aber bei Weitem natürlich noch nicht für das ausgebaute Rathaus. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob wir vielleicht doch nochmal Richtung Sasau gehen. Da wäre dann das mit der Fleischquest. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Lust umzujagen. Wir könnten einfach zurück Richtung Talenberg und die Quest einfach schon mal abgeben. Aber das wollte ich tatsächlich auch erst dann machen, wenn wir das Rathaus ausgebaut haben. Ja, also haben wir noch irgendwo einen Aktivitätengeber oder dergleichen. Hier in Talenberg ist keiner weiter. Wie sieht es in Rathai aus? Hier wäre noch was. Noch ein Questgeber. Wobei wir jetzt mit den Quests ja wirklich das meiste gemacht haben. Könnten wir nochmal vielleicht an einem Turnier teilnehmen. Und das wären ja dann die ganzen anderen DLCs, die wir jetzt erstmal weglassen. Vielleicht für einen späteren Zeitpunkt nochmal aufheben. Gut. Ja, dann würde ich vorschlagen, das ist ja sowieso von der Zeit her eigentlich wieder schon vorbei hier. Wir werden einfach noch ein bisschen Geld, ein bisschen Groschen scheffeln. Können dann nochmal durch unsere kleine Siedlung schlendern. Und dann hoffentlich bald noch unser Rathaus ausbauen, um dann letztendlich noch die Quest abzugeben. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr noch mit dabei seid zu unserem gemütlichen Abschluss unseres Kingdom Come Deliverance Projektes. Das war ja auch wirklich eine lange Reise. Wir haben einiges erlebt. Schöne und auch weniger schöne Sachen, aber im Großen und Ganzen, ja, hat es mir echt richtig gut gefallen. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein richtig schöner, gemütlicher Abschluss mit unserer kleinen Siedlung Privislavitz. Also schaut nochmal mit rein, wenn wir unser Rathaus noch erweitern, beziehungsweise noch ausbauen und eben noch die Quest abgeben. In der nächsten Folge hoffentlich schaffen wir das, je nachdem, ob wir bis dahin schon genug Groschen zusammen haben. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal also und tschüss!